Jo Leute und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Und ich denke mir, wir kaufen uns erstmal hier ein kleines Paket hier, und zwar das ultimative Kartell-Paket. Das ist auch ein bisschen aussieht, als wäre das gerade von der neuen Soka-Serie kommen. Aber ja, können wir es trotzdem nehmen. Gib mir. Hallo? Achso, ich muss. Muss ja auf Paketbetrachter gehen. Genau. Hier. So, 5 Pakete bekommen, ja? Genau. Gut, jetzt mal die Daumen drücken, was wir bekommen. Geplünderte Schrott. Generalschlüsse, juckt uns gar nicht. Wo des Hausherrns? Wird beim Aufnehmen gebunden. Benutzt gewährt eine geringe Anzahl Rufpunkte. Ein Bund mit dem Generalschlüssel eines Wohnblocks halten vom Hausherr. Keine Ahnung, was mir da in diesen Schlüssel bringt. Oh, 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 oh! Ui, Robe des ehrenwürdigen Streiters. Die werde ich auf jeden Fall dann wieder anziehen. Das haben wir hier. Oh, ungründliches Lichtschwert. Ja, nicht schlecht. Und was ist das? Dekoration, okay. Ja, hat sich doch gelohnt, mal ein bisschen wieder was geschenkt zu bekommen. Hier können wir auch noch mal ein paar Kisten öffnen. Gut, wo ist denn jetzt diese Rüstung? Ich bin blind. Ach nee, warte mal, wir müssen wieder auf Paketbetrachter gehen. Gegenstandswerk. Hier, da können wir das alles holen. Also ich weiß immer noch nicht, was dieser Generalschlüssel bringt, aber das werden wir dann herausfinden. Irgendwas habe ich gerade bekommen. Was habe ich jetzt bekommen? Es wurde ja ein Exemplar des Gegenstands. Nee, das war falsch. Ach, keine Ahnung, was ich da gerade bekommen habe. Ist ein bisschen verwirrend. Ach, das ist nur eine Robe. Ich dachte, das wäre noch mehr. Warte mal, wo rüste ich das denn aus? Komm, wir rüsten das einfach hier aus. Ja. Es geht. Jo, okay. Okay, es sieht wirklich nicht schlecht aus. Ich finde schön, dass er seinen Helm doch nicht aufsetzt, obwohl ich nicht mehr das Abo habe. Vielleicht ist es automatisch jetzt so eingestellt. Ist auch besser so. Ja, einmal die noch ein bisschen verstärken. Gut, reicht auch. So, was müssen wir denn machen? Finde den Zugangsschlüssel des Sicherheitsfelds. Finde den Aufzeichnungsraum. Ich habe ja lange nicht mehr wieder gespielt. Deswegen müssen wir da uns wieder reinfinden. Aber erstmal wieder ein bisschen Past Traveling. Also bis gleich. Hier müsste, glaube ich, irgendwo der Zugangsschlüssel sein. Und? Alle guten Dinge sind 3. Stand da gerade wirklich. Hä, was greift mich denn jetzt an? Bohlen! Einer, was wäre er denn hier? Das ist mein Gebiet. Meine Basis, mein Leben. Stör hier meine Ruhe nicht. Du elendiger Bastard. Zum Glück sieht mich dieser Bandenchef nicht. Er bemerkt auch so gar nichts. Hinter ihm schnetzeln sich gerade so 2 Leute. Und er bemerkt so gar nichts. Ach ja, mein Kollege wird gerade weggeschnitzelt. Scheiß drauf. Okay, es ist ein MMO. Ja, woher hat den Schlüssel? Kontaktiere Matchers über die nahegelegene Konsole. Ja, ist auch nahegelegend. Können wir gleich hier rüber schwapsen. So, moin Jungs, ihr habt euch hier mal eine Kommandozentrale aufgebaut. Oder bin ich gerade falsch? Ich glaube, ich bin falsch, oder? Ah nee, doch, ich bin schon richtig hier. Einfach rein. Das ist einfach unter der Brücke. Ja, hier. Guck mal Jungs, na, sind wir wieder vereint. Da. Da können wir mit Matchers reden. Es ist erledigt. Ich habe den Schlüssel zu den Sicherheitskraftfeldern. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor sich die Nachricht von Gollens Tod verbreitet.
Ruger ist endlich verwundbar. Wenn ihr bereit seid, können wir seinen Feldzug beenden und dieses Landegebiet endgültig sichern. Schnell, bevor er es mitbekommt. Wir müssen jetzt handeln. Verwendet den Sicherheitsschlüssel, um ihre Schilde auszuschalten. Meine Teams werden Rugers Verstärkung den Weg abschneiden. Keiner kommt rein oder raus. Wir verschaffen euch Zeit zum Arbeiten. Stellt bloß sicher, dass Ruger nicht entkommt. Ja, da wird was blühen. Sehr vieles. Ich habe lange darauf gewartet, Alice Ruger in die Finger zu bekommen. Seine Männer wissen, was im Kampf zu tun ist. Wenn wir sie überrumpeln, wird der Schreck nicht lange währen. Das ist seine Festung. Bringt alles, was ihr habt, und jeden Verbündeten, dem ihr traut. Wir werden keine zweite Chance bekommen. Sicher doch. Das wird ein Kinderklacks. Und wir müssen jetzt hier hin. Gut. Deaktiviere das Sicherheitsfeld. Ja, klar doch. Immer gerne. So, mein fettes Nierf. Was ist das eigentlich für ein Teil? Keine Ahnung. Egal. Auf geht's zu den Schilden. Gut, ich bin der Techniker. Ich weiß, wie man damit umgeht. Kurz klack, klick, klack. Oder einfach nur den Finger da rein und dann passt das. Das klingt schmutzig. Gut. Sprich mit Marshall Ruger. Okay, wie komme ich da jetzt durch? Easy. Ey! Ich hab gesagt easy. Warum kommt ihr denn da jetzt? Ihr wird meinen ganzen Plan ruinieren. Ja, finde ich auch so. Jetzt habe ich irgendeine Fähigkeit da weggeballert. Oh, die Fähigkeit wahrscheinlich eh ohne sich. Ja, war sie sogar. Das ist mir egal. So, jetzt kann ich. Tja, nun. Ihr könnt auf zwei Arten hier verschwinden, imperialer Lakai. In Ketten oder mit den Füßen voran. Ich werde es genießen. Ich werde diesen Sieg bis zum Schluss auskosten. Möglicherweise sterbe ich. Aber es wird ganz sicher kein Genuss für euch. Ja, doch. Weil ich einen Toten mehr auf meiner Liste hab. Habt ihr gerade gesehen, wie lange der da oben war? Dann kommst du nicht mehr auf den Boden der Tatsache. Bist du schwach? Alte, zerbrackelte. Biestenfänger. Keine Ahnung, was ein Biestenfänger ist. Wer kennt sie nicht, die Biestenfänger? Na komm, töte ihn jetzt einfach. Er heilt sich die ganze Zeit, das ist nervig. In Ordnung. Spart euch eure Schadenfreude. Bringen wir es hinter uns. Nur gerne. Schließt euren Frieden. Es ist vorbei. Ruger! Alice Ruger, bitte melden! Hier Wärter Gral! Wir stehen unter Beschuss. Wie ist euer Status? Schlecht. Hallo Wärter. Verstanden. Hier Alice Ruger. Ich würde ja gerne helfen, aber ich muss gerade für eine wertlose Sache sterben. Over. Ihr seid nicht Ruger. Was geht da vor? Moment! Ich habe euch auf unsere Kameras gesehen. Was wollt ihr? Blutfall genießen. Ich will kurz Ruger ein bisschen, ja, hier kurz schneiden, da schneiden, also so ein leckeres Truthahn daraus machen. Ich hab Hunger. Ist es, euer Gesicht zu sehen, also, ist lecker. Ich wollte dir auch ein bisschen zeigen, wie man Truthahn macht, deswegen, hier bitte. Ja, guck, so macht man Truthahn. Ihr Monster! Alice Ruger! Er war die letzte Hoffnung für Recht und Ordnung auf Belsam. Nein, ich wollte nur einen Truthahn essen, hallo. Wärter Gral, Ende. Mann. Gut, wenn du keinen Truthahn haben möchtest, dann halt nicht. Dann vielleicht Lord Matchers. Vielleicht hat
Airbock auf dem Truthahn. Mal gucken. Er hat bestimmt Bock auf den Truthahn. Eindeutig. So, Matchers. Ich besorge dir jetzt ein leckeres Truthahn. Schön saftig. Mit sehr viel Zucker und Salz. Nee, mit Salz ist besser. Ja, Pfeffer noch dazu. Was noch? Ja, schön verfeinert. Mit Zwiebeln drauf. Oh, lecker, lecker. Da kriege ich richtig Bock. So etwas erlebt man nicht häufig. Wir waren halb so viele und haben ihnen dennoch den Garaus gemacht. Ruge muss außer sich gewesen sein. Es war sicher ein Nervenkitzel, sein Leben auszulöschen. Mord birgt keine Nervenkitzel. Manchmal muss man auch Unangenehmes tun. Diese Einstellung werde ich nie verstehen. Aber wenigstens können wir uns auf etwas einigen. Ohne Ruge ist unser Landegebiet endlich gesichert. Wenn ihr mich nun entschuldigt, die Pflicht ruft. Ich muss den Kontakt zu Commander Kalum wiederherstellen. Lord Medices, bitte kommen, Lord Medices. Ich bin hier, Commander Kalum. Was wünscht ihr? Elis Ruger hat unser Signal blockiert. Eure Männer haben den Kontakt wiederhergestellt, als er erledigt war. Aber von unseren anderen Einsatzgruppen habe ich nichts gehört. Wir müssen Captain Vendorn erreichen. Unsere Mission ist immer noch in Gefahr. Ich werde Captain Van Dorn finden. Keine Sorge. Überlasst mir diese Mission. Lord Medices gibt mir Rückendeckung. Ich gebe hier die Befehle. Aber ja. Hallo? Ist es jemand, noch nicht, wer ich bin? Zu finden. Sichert das Landegebiet, Lord Medices. Scheiße, aber der ist in der Wache von dem Imperator. Commander Kalum, Ende. Mal gucken, wer der Bessere ist. Captain Van Dorn wurde zuletzt im Sicherheitsbereich gesehen. Findet sein Lager, aber Vorsicht. Die Republik führt mit den Häftlingen dort seltsame Experimente durch. Junge, Alter, was ist denn mit der Republik los? Was soll irgendwelche Leute experimentieren? Boah, Junge. Gut, dass wir die Republik auslöschen. So soll's sein. Nein, hatten wir nicht. Ich hab noch nie was von einem Deal gehört. Gut, dann melden wir uns bei Iconmarine. Melden wir uns bei Captain Van Dorn. Ja, super.